Okay, Leute, gehen wir weiter, oder? Gucken wir mal bei Plexi vorbei. Was geht bei Plexi? Massenhypnose. Let's go, wir gehen rein da. Ich mochte Plexi immer, muss ich sagen. Ich mochte seinen Film immer. So, ich habe das immer gefeiert. Also, ich mag Plexi lieber als Jack von Crack. Aber das ist eine Geschmackssache. Aber ich mag die Stimme halt nicht von Jack. Ja. Oha! Laut. Ihr werdet heute Zeuge davon, wie ich die deutsche Szene zerlege. Eben das Leben von elendigen Verlierern zertrete. Redet denn jeder von ihnen Krieg für den Pussy-Rap nur ein Tempotaschentuch? Auch wenn ich Kids darauf abfahren wie bei einem Centerpark-Besuch. Seit den Anfangstagen Import. In seiner Landessprache ein Gott. Eure Weiber werden von mir auf Spannbettlaken gepoppt. Doch nach einer Flasche Scotch in den Krankenwagen gebockt. Fuck auf diese Stabile Reime, Digga, stabile Reime. Nice, nice. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, sind manchmal die Adlibs, so geboxt. So, aber gut, das ist eine Geschmackssache. Stabil. Spannbett lag. Ja, Beat ist auch echt Killer. Gepoppt, doch nach einer Flasche Scotch in den Krankenwagen geboxt. Fuck auf diese Straßenscheiße, die Standardphrasen sind Schrott. Sie haben im Ghetto was im Griff, wenn sie Fahrrad fahren im Block, ihr Fass. Nice, Digga, schöne Reimkette. Schrott, sie haben im Ghetto was im Griff, wenn sie Fahrrad fahren im Block, ihr Fass. Hat der Kumpel, der da steht, nicht auch mal irgendwas gemacht? Weiß gar nicht mehr. Saga. Ich hab Bock, euch in den Boden zu rappen, denn ihr riskiert ne dicke Lippe, so wie Botox-Patient. Oh, warte, ich will die Reime hören, weil die sind immer sehr nett. Ihr riskiert ne dicke Lippe, so wie Nein. Im Block, ihr Versager. Ich hab Bock, euch in den Boden zu rappen, denn ihr riskiert ne dicke Lippe, so wie Botox-Patienten. Übelst dicker Sound, das ist wie Pflanzensamen. Alle können mich sehen und ich wachs über mich hinaus. Ich war bisher nicht gerne gesehen, doch ich Ja, aber der hatte wirklich immer so ein bisschen Hate, der Plexi, oder? Der hat wirklich immer ein bisschen Hate gehabt, aber ich hab's nie so richtig verstanden. Wisst ihr, gab's da irgendwie einen Auslöser für oder einfach der Style, der nicht so gut ankam? Über mich hinaus, ich war bisher nicht gerne gesehen, doch ich werd nicht mehr gehen, als wär ich querschnittsgelähmt, ah yeah! Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Du Schwuchtel wirst lyrisch in den Kerker gesteckt, bist du von Schmerzen gestresst, dort erbärmlich verreckst. Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Ich zeig, wie man Welle macht wie Wassersymbole. Und dann erzeug ich mit meiner Mucke ne Massenhypnose. Echt sehr. Ja, Hook geht so, ne? Hook würde ich sagen, geht so, aber ey. Mit meiner Mucke ne Massenhypnose. Echt zerstöre wieder diese Rapper mit den nervtötenden Liedern. Denn sie pfeifen aus dem letzten Loch wie Querflötenspieler und kriegen ne Schelle. Knallen auf den Boden und hinterlassen ne riesige Delle. Quatschen von miesen Geschäften und ziemlich fiesen Verbrechen. Machen auf Löwen, aber sind in echt nur niedliche Kätzchen. Ja, ist nett. Kätzchen, für diesen Mist zeig ich nicht viel Interesse, denn ich komm mit kranken Leuten wie ein Klinikgelände. Mies in die Fresse, ihr labert doch nur. Denn das ist geil, ich find's nice. Feier ich. Gelände, mies in die Fresse, ihr labert doch. Die einzige, die Hook. Die Hook ist für mich so, ja. Nur. Denn da kommt immer die gleiche Scheiße raus. Gärtnergeburt. Das hat er jetzt nicht gemacht. Der hat mein Herz gebrochen gerade. Ich schwör's dir, er hat mein Herz gebrochen. Er hat wirklich gerade mein Herz gebrochen. Einfach in 1000 Einzelteile zerfetzt. Das ist das Gesicht, wenn jemand das Herz bricht, so. So gucke ich gerade. Und dann noch mit so einem Wort, Gärtnergeburt, Junge. Wie kann man jemanden so verletzen, Digga? Wie kann man jemanden so in den Rücken treten? Alles klar. Weiß ich Bescheid. Doch nur, denn da kommt immer die gleiche Scheiße raus. Gärtnergeburt. Der einzig wahre zerfickende Rapper der JMC will den Schotter sehen, gibt euch Punches, bis euer Kopf sich dreht. Guckt, wie sich die Waldorfschüler blamieren, wie sie von dem Plex bei einer Kampfsportübung kassieren. Ich rap massenhypnotisierend. Ihr seid gezeichnet und das unterschreibe ich, als würde ich Taschenbücher signieren. Ja, die Lines sind gut, aber warum bist du so gemein? Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Du Schwuchtel wirst lyrisch in den Kerker gesteckt, bist du von Schmerzen gestresst, dort erbärmlich verreckst. Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Ich zeig, wie man Welle macht wie Wassersymbole und dann erzeug ich mit meiner Mucke ne Massenhypnose. Ja, also an sich wär's geil gewesen. Ich hätte 4 Punkte gegeben, weil die Hook nicht so meins war. Aber es gibt 2 Punkte für Herzschmerz, sag ich dir ganz ehrlich. Wenn man jemandem so das Herz bricht, kann man nicht erwarten, dass man dann noch hinter einem steht, ne?